Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach den anderen erschuf, rannte er mit der Dechsel davon. Doch der große Mann sah ihn, als er die Dechsel nahm und damit weglief. Und damit herzlich willkommen zum 8. Teil von Never Alone. So, wir haben jetzt das Ding abgeklaut, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir hier vor den Typen wegrennen. Schon schneller. Jetzt müssen wir hier den Baum befreien. Wie machen wir das am besten? Wir klettern ganz hoch. Ja, weil der Baum bewegt sich ja. Fuck! Zieh die Kleider hoch, Fuchsmann! Ist der hier im Weg? Geht. Oder? Eieiei, schnell weg hier vor der Tür. Gucken, ob noch was kommt. Oh, Eiszapfen. Schnell. Ja. Wieder Eis. Na, was mache ich? Da springe ich runter. Oh nein. Ich bin so dämlich, ey. Hoffentlich müssen wir von vorne noch mal. Nee, Gott sei Dank nicht. Was ist jetzt noch gewesen, ob man von vorne abtritt? Oh. Was jetzt? Scheiße. Nein. Müssen wir den Arm runternehmen, oder? Na, guck mal. Ja, also, ja, scheiße. Knapp, da kam er. Der war schon ganz nah. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Kunuksayuka. Doch Kunuksayuka war zu schnell. Ey, ach, jetzt kommen wieder hier diese. Diese Nordlichter. Ach man. Wieder den Wind nicht abgewartet. Ich glaube, jetzt müssen wir richtig aufpassen, dass die uns hier nicht wegfangen. Ja, ich sag's noch. Oh, nein, was war das? Muss ich jetzt hier... Oh ja, springen? Oh.
Zu spät gedrückt. So, war jetzt hier. Scheiße. Oh. Oh, Glück gehabt. Und ich bin weg. Ich bin weg. Ich glaube, da unten war so ein Geist, den wir holen müssen. Nein, verdammt. Müssen wir mit dem Geist rüberfahren? Boah, der lässt sich aber auch hier schwer ziehen. Es wird immer enger hier. Das war knapp. Richtig knapp. Mit der Dechsel in Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm doch. Er konnte ihn nicht fangen. Oh, die Eisschollen wieder. Nicht, dass der Bär nochmal kommt. Oh, das war echt schwierig mit diesen Fischen, dass du da nicht reinfällst. Och, knapp, ey. Huh. Ich glaube, das war jetzt. Oh, der Fuchs hat überlebt. Sehr gut. Oh, das war knapp. Ich wollte schon springen. Shit, ich hab's gewusst. Wieso haut denn der schon ab, bevor wir den getroffen haben? Oh je, hoffentlich frisst er uns jetzt nie, wenn er hier untertaucht. Weiter? Ich will dich nicht mehr sehen.
Der große Mann sah, wie seine Dechsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde. Und weil ihn das so glücklich machte, brach er in Gelächter aus. Ja. Kanuksayuka Aria Ha Yohi. Okay. Oh, war das jetzt schon das Ende? Ah, schade, schon zu Ende. Aber ich hab's mir schon in den Kultureinblicken gedacht, dass das wahrscheinlich wirklich so eine Geschichte sein wird, wie die das früher erzählt haben. Krass. Na gut, was ich euch schon sagen kann, ich habe mir das Add-on gekauft und das werde ich auch bald anfangen zu spielen. Dort steht's ja genau, Fox Tales. Nun gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bei Fox Tales wieder. Ich lasse den Abspann jetzt einfach noch laufen. Vielleicht kommt ja noch was Cooles zum Schluss. Also dann, bis dahin. Macht's gut.